Zeitlos, formvollendet und von starker Überzeugungskraft wirken Rosalia Chladeks Solo-Choreografien heute wie moderne Klassiker. Mary Wigmann beschreibt ihre österreichische Konkurrentin so: Ich sehe sie vor mir, schmal und schlank, den makellos durchtrainierten Körper in strenger Schönheit zu seiner vollen Höhe aufgerichtet. Den Blick der dunklen Augen nach innen gekehrt, konzentriert, sich sammeln für jenen ersten Atemzug, der die Gebärde des Tanzes aus dem Körper entlässt und in den Raum entsendet. In jedem Detail, in jeder noch so differenzierten Nuance, die gleiche Klarheit, die gleiche Transparenz wie in den großlinigen Gebärden. Das Heroische und das Pathetische in gleicher Weise beherrscht und in der tänzerischen Form zur Aussage gebracht. Absolute Einheit von Instrument und Sprache. Die Dreiteiligkeit ergab einen dramaturgischen Aufbau. Maria die Jungfrau, Maria die Schmerzensmutter und Tod und Verklärung.